4.0 Ziehung kannst du einstellen. Ich glaube, ein Server würde sogar 8.0 funktionieren, aber ich will es ja nicht übertreiben jetzt. Ihr müsst halt eine Zeit lang warten, sie gräbt sich wieder ein und sobald sie sehen müsste, wo sie reingegraben ist, schmeißt ihr es rein. Merkt euch den Punkt. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge in Ark of Aberration. Jetzt zur Zeit sucht ich es dermaßen. Heißt es Regen? Das ist Nebel. Okay, also ihr seht, ich bin natürlich umgezogen. Jetzt sind wir natürlich hier oben hin. Campbar war fleißig am Bauen. Indem, dass wir natürlich zu dritt zacken, bald zu viert sogar, geht natürlich schon ganz schön was vorwärts. Unser altes Haus steht natürlich da unten. Das werden wir wahrscheinlich so für die Zuchtstation benutzen, beziehungsweise die großen Tiere. Aber heute geht es natürlich darum, wir wollen natürlich wieder was ziehen. Otter will ich auch ziehen. Wir haben jetzt zwei Stück gezähmt, beziehungsweise vier oder fünf, glaube ich, haben wir jetzt schon. Wir haben so ein Rudel gezähmt. Ich zähme auf jeden Fall ein oder zwei. Ich will euch zeigen, die gibt es massig. Und ich finde die halt echt geil, die Tiere. Auf Ragnarok sind sie so selten. Das ist das, was ich wieder vor Ort nicht verstehe. Gewisse Spawns sind zu übertrieben. Aber ich finde einfach so groß im Ganzen das Haus richtig, richtig, richtig geil. Das mit dem Glas. Terrasse habe ich noch so gemacht. Und zwar, also wir wollen zwar einen Otter ziehen, will ich euch zeigen, wo es die gibt, und dieses Exemplar. Ich würde euch jetzt gerne den Sattel zeigen und das so vorstellen, das machen wir dann nächste Runde. Ich habe halt letztes ein bisschen zu wenig Metall, ich habe jetzt glaube ich 200 sowas. Wie viel habe ich hier in der Werkbank? Ja, knapp 200, und der Sattel kostet glaube ich so um die 400-500. Zement geht eigentlich recht schnell. Ich habe sogar Narkosemittel schon massig ein bisschen was hergestellt. Also es langsam wird's. Indem das natürlich zusammenspielt, es wird schon. Klar, es tut sich natürlich immer recht viel, weil ich nur ein paar Tage eine Folge mache. Aber ich denke mal, wenn die Fortschritte ein bisschen geiler sind, anstatt dass sie so mini sind, ist halt auch nicht. Es sind natürlich schon zahlreiche Tiere, klar, alle können hier das Spiel, und zum Beispiel gehört der Camper. Also ich habe jetzt, wenn man jetzt das sieht, diese Tierchen kennen es mir. Die meisten haben wir ja schon wieder lang gezogen. Die geben heute, wir ziehen heute eine Rollrad. Ich will noch vielleicht ein kleineres Level, das nicht so lange dauert, weil die dauert halt doch eine Zeit lang. Und ich wollte halt euch gerne die Werte zeigen, beziehungsweise ich hätte euch gerne mit dem Sattel vorgestellt. Ich könnte jetzt leveln, aber ich musste erstmal schon ein bisschen checken, was ist bei der Ratte wichtig. Also den Sattel stelle ich euch nächstes Mal vor. Ich bin echt froh, dass ich euch habe. Ich bringe so viel Licht, echt wahr. Weil wenn wir jetzt das sehen und Licht abdrehen, ist es noch, naja, es ist schon gescheit dunkel. Also, wir brauchen natürlich Honig. Mit Honig, die zieht man passiv. Ich habe da erst eine Zeit lang gebraucht, bis ich da ein bisschen drauf gekommen bin. War ein bisschen ungewohnt. Weil vor allem, wenn du bist es ja, es ist eine extravagante Zähmung, muss ich echt sagen. Und dann noch einen Otter. Also, zuerst mal brauchen wir Honig. Und dann, wenn wir schon mal runtergehen, erzählen wir uns, beziehungsweise nehmen wir uns doch gleich einen Otter mit. Vielleicht findet man noch ein schönes Level von der dazu. Okay, da ist nichts. Ich denke mal, das cutte ich jetzt nicht so arg, weil es ist halt, ich muss jetzt nicht so weit rennen. Und dementsprechend kann man auch ein bisschen small top machen. Alles klar, 140er Lystro. Da ist eine Ratze. Ratte. Level 20er, vielleicht finden wir so ein Level 80er, weil es sollte natürlich doch dementsprechend ein bisschen dauern und nicht einmal füttern und gezähmt sein. Ich finde die ja cool, glaube ich. Also, es haben schon mehrere gesagt, du hast zum Transportsattel und kannst mehr Leute mitnehmen. Kann ich, weil ich kann nicht mehr dazu sagen, ich will auch nicht irgendwie andere Videos anschauen, weil das macht das Spoilern von anderen Videos macht da verdammt viel kaputt. Porno, bitte. Bitte, muss das sein? Muss das sein? Und ja, letztens haben wir uns zwei Revenge gezogen. Leider sind die ein bisschen gestorben. Sorry dafür, ich wollte die echt haben tun. Aber ich konnte den Buff nicht machen mit den Alpha-Tier. Und dann haben sie natürlich aber den Buff bekommen. Ja, es waren jetzt nicht die High-Level, klar. Ich weiß auch nicht. Also, ihr, wenn es hier unten seid, da ist jetzt ein Mantarochen. Ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt. Das sind die Koordinaten 30, 50. Also genau der X wieder, der unten, der Fluss hier.
Hier sind sie echt massiv vertreten, die Otter. Ihr müsst einfach nur ein bisschen schwimmen. Und er findet sie eigentlich recht. Ah, hier sind sie ja schon. Ein 30er haben wir hier. Ein 20er und noch ein 20er. Jetzt sind wir auf jeden Fall zwar ein 30er. Weil ich will euch natürlich jetzt für die, die noch nie da in dem Sinne gespielt haben, damit sie auch sehen, okay, so funktioniert das, so kann man ihn ziehen. Ich denke mal, Mantaroch könnten wir auch umbringen. Na komm. Weil der zählt doch auch als Fisch, Leute. Also ich probiere es euch natürlich vor, weil jetzt, vielleicht haben wir da eine extravagante Zähmung. Nein! Ja, wir können den Körper ziehen. Geil. Ich glaube, der zählt sogar echt als Fisch, Leute. Also, wo ist der? Ich weiß nicht, ich glaube, den ziehen wir uns einfach. Der schaut echt, der ist so schwarz. Es ist ein bisschen blöd. Okay, passt. Ihr müsst praktisch von oben hinschwimmen. Langsam nach unten. Es ist manchmal echt ein bisschen, ich weiß nicht. Es ist halt natürlich auch eine Frage. Ich glaube, auch Mantarochen zählt nicht einfach. Den erbt man doch jetzt ab. Ich hätte gedacht, das funktioniert einfach, dass man den so irgendwie so ziehen kann. Ich hatte noch nie einen Otter, aber Ragnarok, die sind so verdammt selten. So, er nimmt einfach. Umso größer natürlich der Fisch ist, umso leichter könnt ihr ihn zähmen praktisch. Also, schneller geht die Zähmung. Seht ihr? Klar, es ist jetzt ein Low-Level gewesen. Ich wollte es einfach bloß demonstrieren, aber ich muss sagen, der schaut doch echt cool aus. Ja, ist natürlich blöd, wenn du eine extra weite Perspektive. Alter, der schaut ja richtig nice aus. Hammer! Lol, Alter, so ein geiles Viech finde ich echt geil. Das Braun, das schaut super aus. Warte ab, ich hüpf dir. Hol ihn dir, genau. Ich finde die Ravengers so geil. Ich wollte sie ja mit euch paaren, aber naja, es ist wieder einer gestorben. Na, die zwei sind ja gestorben. Also, wir müssen es jetzt echt mal in Angriff nehmen, weil sonst wird es ewig nichts. Aber echt geiles Tierchen. Finde ich schön. Also, hier unten findet ihr sie halt massig. Ihr wenn im Fluss entweder nach hinten geht oder nach vorne, je nachdem, wo ihr halt herkommt, ihr findet sie massig. Dann sind wir natürlich auch gleich hier unten. Hier ist meistens ein Bienenstock von mir. Also im Fluss findet ihr safe ein. Daher vorne müsste irgendwo ein Bienenstock noch sein, glaube ich mal. Also ihr müsst halt ein bisschen suchen. Aber ihr findet die eigentlich recht schnell. Hier müsste halt jedenfalls auch noch einer wo sein. Also ich denke mal, 5 Honig könnt ihr klauen. Es ist jetzt ein bisschen extravagant. Also ihr braucht schon Chitinrüstung, würde ich die meisten schon empfehlen, dass ihr diese anhabt. Also euer Tier ist wichtig. Habt es auch neutral. Ich will natürlich jetzt meinen Otter wegtun. Ich weiß nicht, dass der stirbt. Wenn da praktisch die Bienen dran sind. Jetzt ist der, glaube ich, auch auf neu passiv, oder ja. Den muss ich natürlich jetzt umstellen wieder schnell. Verhalten. Aktiviere. Verhalten. Okay, da. Das war mir früher auch ein bisschen einfacher. Also, ihr klaut euch den Honig. Und dann müsst ihr ja, seht ihr ja selber, die Bienen sind so in Rage-Mode. Am besten ist es, wenn ihr natürlich gleich Wasser in euren Umkreis habt. Weil euer Tier haltet es ja doch längere Zeit aus. Seht ihr ja schon, seht ihr. Wenn natürlich. Revenger, danke, bleibst du mal da bitte. Danke. Und dann dementsprechend zieht er ja, haltet er es ja doch lang durch. Nein. Alles klar, Alter, so kleiner. Du sollst jetzt bitte nicht so rumrennen. Also, wir gehen jetzt rauf, suchen uns eine Ratty Rat. Mach jetzt einen kurzen Cut, ich suche jetzt eine Ratte. Ist dementsprechend, ich muss jetzt sagen, das Level sollte ja ein bisschen passen, vielleicht ein 60er, 70er würde ich akzeptieren. Und natürlich auch die Farbe. Kurzer Cut, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt eine gefunden. Es ist zwar nur Level 50, ich denke mal, aber es schaut nicht schlecht aus. Warte mal kurz. Und
Ja, es ist sogar ein Männchen. Also, ich muss sagen, es ist halt nicht schlecht, weil es ein Männchen ist. Also, ihr tut den Honig ins letzten Slot. Vielleicht geht es mal mit der Kibbelproduktion etwas. Und jetzt ist es wichtig, man wartet, bis es sich eingräbt. Zum Drücken müsst ihr L1 drücken und dann die rechte Maustaste kurz, also länger drücken, dass er es nicht esst, praktisch nur hinlegt. Also, ihr schaut jetzt genau ins Loch und schmeißt es. Lol. Ja, es ist natürlich nicht geklappt, weil der Chat irgendwie aktiviert wurde. Danke. Keine Ahnung. Ist natürlich immer cool, wenn man was vorzuzeigen hat und das klappt nicht. Also, linke Maustaste für PlayStation-Spiele gedrückt und dann rechts einfach den Pfeil, dass er es wegschmeißt. Die Ratte klebt sich ein, ihr schmeißt ihr praktisch hin und sie frisst es dann. Also, ist eine extravagante Zähmung, weil ich bin ja schon mal nachgerannt. Hab sie K.O. geschossen. Ging ja natürlich nicht. Also, ging schon, der geht schon, aber er steht halt unconscious. Und wie lange das er K.O. ist, mehr ist halt nicht. Ich zieh mir jetzt mal doch mal ein Männchen, mal. Vielleicht kann man mal Kibbel herstellen. Vielleicht Eier, ich weiß ja nicht. So ein Babyratte. Ich würde mal so ein Babyratte auch haben. Also, er schaut genau ins Loch. Ja. Also, ich muss schon, sollte das Loch natürlich schon treffen. Das ist natürlich scheiße, wenn man es vorzeigen würde, es klappt nicht. Oh Mann. Nein, 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 nichts gut. Nicht gut. Ah. Ja, es ist ein bisschen blöd, weil die Pilze alles ist, wenn es natürlich der Untergrund nicht perfekt ist, oder ist es ein wenig. Aber ich denke mal, es sollte auf jeden Fall leicht zu schaffen sein. Komm, jetzt grab dich nochmal ein. Drum, ich habe den 190 echt eine Zeit lang gebraucht, weil du musst halt wirklich genau das Loch treffen. Und wenn du natürlich die Perspektive nicht perfekt hast, weil du müsstest vielleicht jetzt die andere Perspektive auch spielen. Wäre vielleicht ein bisschen ein Vorteil. Vielleicht grabst du sich auch wo ein, wo nicht genau. Hey, alles klar, Alter. Ich pack da immer im Boden rein. Was ist das für eine Logik? Schau mal an. Das schwebt einfach mal. Danke, Alter. Wir müssten dann hier eine Ratte ziehen. Ah, alles klar. Ah, danke. Alter, wenn die jetzt nicht funktionieren, dann muss ich natürlich nochmal schnell Honig holen. Das cutte ich natürlich euch echt raus. Ah, alles klar. Ach, es ging sogar, lol. Wohl, dass der Bug war. Also, ihr seht schon, 50%. 25% Level Kriminalisation, 50%ige Themen. Ich habe es da auf 4.0 eingestellt, habe es euch ja schon gezeigt, wie das geht im Server einstellen. Also 4.0 Zähmung kannst du einstellen. Ich glaube, im Server würde sogar 8.0 funktionieren, aber ich will es ja nicht übertreiben jetzt. Ihr müsst halt eine Zeit lang warten, sie gräbt sich wieder ein und sobald sie sich eingräbt, müsst ihr, wo sie reingegraben ist, schmeißt ihr es rein. Merkt euch den Punkt. Und dann seht ihr schon, habt ihr sie auch. Ich finde die Animation richtig geil. Alles, dann drum ist es nicht gegangen. Es hat sich wie so buggig angefühlt. Lol. Alles klar, die sind mal voll am Verhungern. Die Werte sind jetzt zwar nicht so super, aber ich muss sagen, einigermaßen sind es okay weit. Ich will jetzt kurz die Animation noch zeigen, wenn der schreit. Ich habe sie noch nie gesehen. Ich habe ihn noch nicht gelevelt, den anderen. Hat sich halt natürlich extra, habe ich deswegen das gemacht, damit man es natürlich auch sieht. So, wir sind jetzt angelangt. Also, wenn man das anschaut, guckt euch mal so viel Glück an. Wir haben einfach mal identische Farben. Und sie lieben sich auf Anblick. Okay, sie schauen ja auch gleich aus. Ich level jetzt mal die Low-Ratte, weil die Animation ist ja die gleiche. Oh, hast du ein größeres München. Aber ich finde die halt echt cool. Ich muss sagen, die schauen halt richtig schön aus. Beziehungsweise nächstes Mal werden wir das mit dem Sattel testen. Also es ist halt ein bisschen tricky mit reinschmeißen. Ich würde vielleicht auch empfehlen, die dritte Version, weil da könnt ihr sehen, okay, und könnt genau es dahin schmeißen, wo ihr es braucht. Alter, die Musik, hört ihr sie? Ich finde die so richtig nice irgendwie. So. Also, ich habe jemals zwei Rattis. Die finde ich jetzt schon richtig, richtig nice. Ich werde die natürlich ein bisschen umparken müssen noch, die Raptoren ein bisschen weg, aber wieder eine richtig coole Folge, muss ich sagen. Ich finde halt die Ratte wäre richtig geil, muss ich sagen, so her. Gleiche Farbe sogar. Oh,
Deine Kacke kannst du mir gleich instant geben, weil die brauchen wir. Die müssen wir eh mal Gewächshaus bauen. Und da können wir schon gleich in den Vorproduktion starten. Also, ich bedanke mich natürlich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn euch die Rollrate bzw. unser kleiner süßer Fratz hier gefallen hat, lasst ein Kommi oder ein Like da. Und solltet ihr nichts mehr verpassen wollen, einfach kostenlos abonnieren wie immer. Bis dahin, Peace out, euer Masterpiece.